heute den Gastgeber und Inhaber des Yamas, Thaddeus Papastolou, den Ulmer Comedian Yannis Vampakas, Stadtrat Georgios Yiannopoulos und unsere Musiker Tasso Tsumpalas und Kostas Kimmeridis. Dankeschön. Vielen Dank an unsere Band. Ja, hier im zweiten Stock des Yamas befindet sich die Schatzkammer sozusagen unseres Gastgebers. Wein ist seine Leidenschaft und auch seine Berufung. Mittlerweile muss man sagen, denn es hätte eigentlich auch was anderes aus ihm werden können. Heute ziert die Weinkarte, die mehrfach ausgezeichnet wurde, der Spruch von Oasis, "Don't look back in anger." Ob er auch oder ob er nicht mit Zorn auf die Vergangenheit schaut oder ob er sowieso mehr Optimist ist, das wollen wir alles heute herausfinden. Begrüßen Sie bitte mit uns unseren Gastgeber heute, Thaddeus Papastolou. Ja, das wollen wir natürlich als allererstes wissen, das Erste, was ins Auge fällt. Wenn man auf eure Weinkarte kommt, da steht der Oasis-Spruch. Das hätte man jetzt irgendwie nicht so erwartet. Warum? Warum? Tja, wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat, eine gute Zeit gehabt hat, dann sollte man nicht schlecht zurückblicken. Zurückblicken? Zurückblicken könnt ihr auch auf bald 10 Jahre, feiert ihr bald hier im Yamas. Ja. Ihr habt griechisch-mediterrane Küche, seid aber jetzt nicht so eine klassische Taverne. Kann man so nicht sagen, wie ist denn so euer Konzept, was erwartet man, wenn man hierher kommt, was erwartet einen? Gut, an sich im Allgemeinen griechisches Essen, was man hier für ein Bild hat, ist halt Souvlaki und Gyros. Wenn man nach Griechenland geht, an sich ist es nicht der Fall, das ist bei uns halt fast gut, würde ich sagen, wie eine Bratwurst. Und deshalb versuchen wir da etwas Moderneres draus zu machen und das andere ist, wir essen ja auch gern vieles und Verschiedenes und lassen uns auch davon beeinflussen und auch nicht eingrenzen oder so, weil wenn mir etwas schmeckt, warum soll ich es nicht auch anbieten, wenn ich es natürlich gut kann. Was schmeckt denn am besten? Was schmeckt mir mal am besten? An sich Fisch. Wie gesagt, alle Art von Fisch. An sich allgemein, wenn das Produkt gut ist, dann... Kannst du selber auch kochen? Ich kann auch kochen, nicht so wie meine Mutter, weil das ist ein anderes Kochen, das ist Kochen auf einem hohen Niveau, aber ich kann gut kochen, sagt man jedenfalls. Sagt man, okay. Deine Mutter ist auch die Küchenchefin hier, das heißt, es ist ein familienbetriebenes Restaurant. Richtig. Wie ist das so, mit der Mutter zusammenzuarbeiten? An sich sehr gut. Wir streiten uns auch kaum oder gar nicht an sich, weil wir vom Charakter gleich sind. Also da gibt es nicht, dass beide da Alpha-Tiere sind und jeder versucht, sich durchzusetzen, sondern wir können gut kommunizieren. Ihr teilt euch das auch so ein bisschen auf, oder wer was, wer was das macht? Auf jeden Fall. Ja. Ihr seid ja eine alteingesessene Gastronomenfamilie in Ulm. Das heißt, mittlerweile, ja. Alle von euch haben irgendwie Gastronomie. Meine Schwester, die betreibt hier ums Eck das Meta mit ihrem Mann und mein Vater das Seven Fish seit 3 Jahren sozusagen. Damit man sich da auch nicht bei der Arbeit in die Quere kommt und sich streitet oder so. Gibt es ja in der Familie oft. Tauscht ihr euch dann trotzdem aus, wenn ihr habt ihr überhaupt Zeit, alle zusammenzukommen? Weil in der Gastronomie, so viel Zeit hat man sowieso nicht. Und wenn ihr alle Gastronomie habt? Also meistens telefonieren wir, als dass wir uns sehen, obwohl das fußläufig 3-4 Minuten jeweils sind. Aber ja, ist so. Viel zu tun. Ja. Deine Familie kommt ursprünglich aus Griechenland, wie schon gesagt, aus Trikala in Griechenland. Richtig. Beschreib uns doch mal, die noch nicht da waren, wie ist okay. das dort? Wie ist es dort an sich? Was in der Umgebung oder was in der Nähe ist, was man vielleicht kennt, sind die Meteora-Klöster. Das sind ja so Klöster gebaut auf Bergen oben, kennt man vielleicht aus von James Bond. Ansonsten die Gegend, wo ich herkomme und deshalb sind viele aus der Gegend in Deutschland. Es ist eine relativ
arme Gegend, das heißt an sich nur Landwirtschaft, kaum Industrie. Und ich sage jetzt mal, in den 60er Jahren, die waren da sehr, sehr arm. Und es gilt auch, glaube ich, auch eins der ärmsten Gegenden Griechenland. Ja, es ist halt viel Landwirtschaft, hügelig, ein bisschen Gebirge. Ja, man sieht viele Felder. Wie oft bist du da? Wenn es hochkommt, einmal im Jahr. Mhm. Ja. Und deine Familie hat sich auch, wie viele Griechen in den 70ern, dazu entschieden, nach Ulm zu kommen, beziehungsweise nach Deutschland zu kommen. Richtig, vielleicht ja. Erzähl doch mal kurz, wie war das bei euch, wie war die Geschichte? Gut, also meine Großeltern, die kamen als Gastarbeiter hier, das war, glaube ich, die zweite Welle. Und meine Eltern waren auch jung hier, sind auch zurück mit den Eltern, aber kamen dann als Jugendliche hierher wieder. Und ich glaube, dann wurde ich gezeugt und dann waren sie in Griechenland wieder eine kurze Zeit. Aber das heißt, wie gesagt, geboren bist du in Griechenland, ja, deine Schwester? Also ich bin 77 geboren und ich glaube, wirtschaftlich damals war es sowieso schwierig, weil Griechenland hatte bis 72, glaube ich, 75, 74, eine Militärdiktatur. Und natürlich, bis da die Wirtschaft in Gang kam, war es schwierig. Und ging es dann gleich los mit Gastronomie bei, ja, deinen Eltern? An sich ja. Die haben in Augsburg gearbeitet bei einem Freund und dann haben sie sich selbstständig gemacht in Krumbach. Und dann kam zuerst meine Schwester nach, dann ich mit 8 Jahren. Davor haben wir beide bei Großeltern gelebt und waren nur in den Sommerferien hier. Ja. Und dann kam deine Mutter hierher und hat auch hier das Paradies geführt. Ja, dazwischen waren wir, oder meine Eltern, 5 Jahre in München. Aber es hat meine Mutter nicht so gefallen, also die ist nicht so der Großstadtmensch. Und ja, dann haben die irgendwie ein Angebot hier bekommen, nach Ulm zu kommen. Und es hat denen sehr gut gefallen. Die haben Ende 96 das Paradies aufgemacht. Ja, und seitdem gefällt es ihnen hier sehr gut. Und wir fühlen uns auch alle sehr wohl hier. Du bist dann auch hierher gezogen, ja. Und war ja eigentlich, wäre ja auch naheliegend gewesen, dass du auch in die Gastro gehst. Die Eltern haben es vorgemacht, die ganze Familie. Dann hattest du aber irgendwann keinen Bock auf Gastro. Ja, kein Bock, ja, könnte man natürlich auch so sagen, aber ich wollte auch mal was anderes sehen. Und da ich ein sehr musikalischer Mensch bin und Musik liebe, habe ich Mediendesigner für Bild und Ton studiert. Ich wollte an sich zum Film gehen, um Videoclips zu drehen. Aber ich glaube, das ist mittlerweile nicht so relevant oder war dann auch nicht mehr irgendwann so relevant. Und ja, Mediendesigner für Bild und Ton in Esslingen studiert. Und nach einem Jahr Pause, als ich fertig war, habe ich mich in Berlin beworben und wurde dort erstmal für ein Praktikum angenommen. Bei der Sendung Schmeckt nicht, gibt's nicht. Manche kennen das mit Tim Melzer noch, das war seine erste Kochsendung. Ja, und Kochsendung, war das dann für dich so, oh nee, jetzt war doch irgendwie wieder, nee, Gastro, das, oder war das, was du da super prädestiniert das dafür? Das war super, also das hat mir sehr gut gefallen, nicht nur, weil es mit Tim Melzer war. Und ja, also so wie ich ihn damals kennengelernt habe, ein sehr netter Typ, also der hat auch uns Praktikanten da sehr, sehr gut behandelt, also nicht arrogant oder sonst was. Man muss auch unterscheiden können, was das Fernsehen erwartet auch von jemandem, was für ein Bild er abgeben muss, damit er auch natürlich sich verkauft. Weil ich glaube, ein langweiliger Koch einfach im Fernsehen, dann das wäre ja langweilig. Und auf jeden Fall, wir kamen sehr gut miteinander aus, hat super viel Spaß gemacht. Er hat auch gesehen, dass ich ja auch einen Hintergrund habe mit Kochen und so. Und der hat mich auch sogar öfters gefragt, okay, was denkst du, machen wir das so oder nicht? Und ja. Super, schon von Tim Melzer um Rat gefragt worden, als junger Kerl damals. Ja, schon. Könntest du das auch vorstellen? Wäre das was für dich? Weil ich meine, jetzt hast du die Fernseherfahrung, heute Abend noch mal mehr, kennst dich wunderbar aus. Gibt es da so ein Format, irgendwas, was du gerne machen würdest? Fernseh, weiß nicht, mit Koch, Wein. Restaurant, Tester, Wein? Ja, warum nicht? Könntest aber mit Wein auf jeden Fall. Also durch das. Wo wird denn mehr gearbeitet? In der Medienbranche oder in der Gastronomie? An sich beides. Ich sag mal, ja, doch. Weil gut, Medienbranche ist auch nicht 9-Stunden-Tag, sondern da geht es auch spät und es gibt auch Nachtdrehs. Also ich habe danach, nach der Sendung, habe ich für 2 Filme, einmal für Sat.1 und einmal für CDF, zweiten Regieassistent gemacht. Und das war ein Knochenjob. Also viele Leute denken, glaube ich, beim Film ist es einfach, aber das ist nicht so. Man muss bei jeder Wetterbedingung drehen und ja. Und wo wird mehr Wein getrunken? In welcher Branche? Bei uns.
Bei euch ist die Oder Gast. Bei den Winzern direkt. Okay. Dann kam die magische 30. Ja. Und was dann, war da los? Dann musste ich mir, gut, meine Eltern haben irgendwann das Paradies abgegeben, weil es einfach auch meiner Mutter zu viel war an sich. Es lief auch sehr gut, wenn man das geschäftlich betrachtet, aber es ist manchmal für einen auch zu viel. Und dann war das Angebot von meinen Eltern, ja, magst du zurückkommen und du machst mit deiner Mutter das Jammers oder für mich selber weiterhin in Berlin. Berlin hat mir als Stadt, muss ich sagen, auch sehr gut gefallen. Und das war schon so eine Überlegung, bleibe ich oder bleibe ich nicht. Aber letztendlich habe ich mich für hier entschieden. Einmal gut, Ulm kannte ich und hatte ja immer noch meine Familie und ein paar Freunde. Und auf der anderen Seite glaube ich, also ich war überzeugt, dass ich es kann und dass ich es schaffen kann. Bei den Medien ist es natürlich anders, da spielen Kontakte eine Rolle etc. etc. Und so habe ich mich, sage ich mal, dafür entschieden. Und wie hast du dann dich orientiert oder wie hast du das Konzept entwickelt? Wusstest du sofort, was du willst? Wie kam es jetzt genau zu diesem Konzept und auch mit dem Schwerpunkt auf den Wein? Gut, erstmal an sich wollte ich nicht die klassische Gastronomie, sondern wir wollten ein All-Day-Bar-Restaurant. Haben wir auch so angefangen. Aber man hat gesehen, dass die Leute, weil sie uns kannten vom Paradies, wir möchten in der Art richtig essen und so weiter und so fort. Und das haben wir dann auch umgestellt zum Teil natürlich. Und das mit dem Wein hat sich entwickelt. Ich habe immer gerne Wein getrunken und meine Schwester persönlich ist ja eine studierte Önologin in Geisenheim. Und sie kennt natürlich viele junge Winzer und das hat mich natürlich auch wie soll man sagen, überzeugt, nicht darauf überzeugt, hingebracht. Beeinflusst natürlich. Gut, ich hatte halt immer irgendwas mit, also oder mit griechischem Wein zu tun und das hat mich dann zum deutschen Wein gebracht und da habe ich die Vielfalt auch kennengelernt und es hat sich einfach Schritt für Schritt ergeben. Und ich sehe schon deine Augen leuchten, ja, sobald du über das Thema sprichst. Nein, es ist witzig, wenn man 10 Jahre zurückblickte, wo man angefangen hat oder wo man da stand und wo man heutzutage ist, dann sage ich. Ja. Sehr schön. Und wir werden jetzt auch gleich nochmal zumindest theoretisch in die Welt des Weines eintauchen. Und dafür brauchen wir aber noch so ein bisschen Ambiente und die passende Stimmung. Und deswegen würde ich sagen, hören wir noch kurz unsere Band. Su Costa.
Hallo? Stimme. Dankeschön. 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 Unsere Band! Ja, wir haben es angesprochen. Deine Weinkarte, dein Restaurant hat schon mehrere Preise gewonnen für die originellste und innovativste Weinkartenkonzept. Kann man auch sich gerne hier mal anschauen. Man sieht es auch in der Weinkarte. Ja. Beziehungsweise ihr habt ein Weinbuch eigentlich, kann man richtig sagen. Weinkarte wäre da ja fast übertrieben. Hier Restaurant Jammers Ulm, Sieger in der Kategorie internationale Gastronomie. Alles auch zu finden in eurer Weinkarte bzw. Weinbuch. Und ich habe jetzt hier mal reingeguckt. Du hast eben nicht nur die ganze Sammlung deiner Weine hier drin, sondern wenn man da weiter blättert, sieht man da auch die ganzen Winzer und die ganzen Leute, die richtig, praktisch ja dahinter stecken. Und wenn ich mir das alles so angucke, sehen die erstens mal alle aus wie Models und wie so eine Werbeagentur. Da kam mir sofort in den Sinn, irgendwie sind das jetzt so die jungen, wilden Winzer. Ja, zum Teil schon. Winzer. Ja, das auf jeden Fall. Gut, allgemein meine Philosophie ist halt, unbekannte Weingüter nicht zu promoten, sondern den Leuten nahezubringen, weil gut, nachdem man, wie ich, viele Weine getrunken hat, ist es irgendwie, hört sich blöd an, langweilig, in viele auch gute, sehr gute Restaurants zu gehen und man findet immer das Gleiche und das Gleiche. Und es gibt so viele spannende Weine, ich könnte sich noch viel mehr haben, Platz reicht nicht. Auf jeden Fall wollte ich einfach die Jungs einfach ein bisschen voranbringen und die sind auch mir dankbar, die kommen auch zu den Weinpartys, die unterstützen mich auch. Natürlich, das ist immer ein Geben und Nehmen. Und ja, und mir ist wichtig, dass die Leute sympathisch sind. Wenn ich es jetzt mal überspitzt sage, ich möchte keinen Wein von einem Arschloch verkaufen, weil das gibt es auch. Gut, ne? Ich möchte also auch das, keinen Wein von einem Arschloch trinken. Ja, aber nein, es gibt auch Winzer, wo ich sage, nein, da will ich nichts verkaufen, auch wenn die Weine toll sind, weil sie einfach mir unsympathisch sind. Und ja, und viele Kunden auch bei der Weinparty lernen ja die Winzer kennen und sind auch immer sehr angetan und ja. Auch die Vielfalt wurde ausgezeichnet. Es gibt ja ganz unterschiedliche Preise und Auszeichnungen für die Gastronomie. Wie kriegt man so einen Preis eigentlich? Ich stell mir das dann immer so vor, da sitzt da so einer inkognito, so ein Kritiker und man weiß, jetzt kriegt das gar nicht mit und plötzlich, zack, hat man einen Preis oder im Gegenteil. Sowas gar nicht an sich. Ja, gut, ob es die Vinum war, also das größte deutsche Weinmagazin, oder das Sommelier-Magazin, die schreiben das natürlich aus, dass man das einsenden soll. Und dann gibt es natürlich auch Fragen, die man zu beantworten hat, auch was man sich dabei gedacht hat. Auch zum Beispiel, es ist an sich wie ein Aufsatz dann auch schreiben für die Kritiker, die das dann bewerten. Und das sind ja auch dahinter, so bei, also je nach Wettbewerb ja auch sehr bekannte und kompetente Leute, die sowas halt bewerten. Das heißt, die kommen meistens auf dich quasi zu, also nach dem Motto, rufen sie uns nicht an, wir melden uns. Ja, bei das Ihnen. Schon dann, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, das wird immer ausgeschrieben, man sendet halt Weinkarte ein, dann die Bewerbung sozusagen und dann kriegt man entweder eine Benachrichtigung, sie haben da es gut gemacht oder nicht, ja. Jetzt hast du hier so eine große Auswahl. Du hast gesagt, wenn du alles, was du hast, auf einen Koffer beschränken müsstest, würdest du da mitnehmen einen guten Pinot Noir aus dem Burgund. Ja. Warum genau der? Warum genau der? Weil, gut, Pinot Noir ist, sage ich mal, eine feminine Rebsorte. Das heißt, die ist weicher und eleganter. Und Burgund ist halt die Herkunft des Pinots. Und da gibt es einfach die besten Pinots der Welt. Und
schmeckt nicht jedem, weil viele Leute mögen gerne schwere Weine. Pinot kann zwar auch schwer sein. Noch kurz gesagt, Pinot ist in Deutschland der Spätburgunder, aber sie bringt mehr elegante Weine hervor. Ja. Okay. Und was ist für dich ein klassischer Chateau Migraine? Prosecco. Okay. Ich mag gerne die ganz schweren, dunklen Weine. Wenn ich einen finde, kommt er meistens aus Chile oder aus Spanien. Ja. Ich komme ursprünglich so aus der Pfälzer Weingegend und wenn ich da so einen Wein suche, da habe ich bis jetzt noch keinen gefunden. Habe ich da nicht richtig geguckt oder? Nee, ich finde es ja erstmal gut so, dass du da keinen gefunden hast. Bestimmt gibt es auch einige, aber ich sag mal, es ist ja nicht Sinn der Sache, dass die Pfalz Chile oder Spanien kopiert, ne? Sonst bräuchte ich ja keinen spanischen Wein. Also ich finde, dass die Charakteristika jeder Gegend, sie sollten das behalten. Natürlich gibt es zum Beispiel, was viele kennen, Markus Schneider aus der Pfalz, der hat Rotwein Holly Molly oder wie die alle heißen. Das sind dann eher schwere Rotweine, sind international gemacht, schmecken auch gut, ist zwar nicht mein Fall, aber es ist halt für Leute, die deutschen Rotwein trinken, der schwer ist und einfach nicht deutsch schmeckt. In der Pfalz trinken die alle den Wein oder die Schorle aus den 0,5er Gläsern. Ja. Und das Motto da ist, ein guter Wein gibt auch eine gute Scholle. Ja. Blutet dir da das Herz oder nee, gar nicht, bist du auch für Weinscholle zu machen? Weil eine Weinscholle ist sehr gut, solange sie mit einem guten Wein gemacht ist. Und viele, auch nicht nur viele, sehr viele Gastronomen, die nehmen den günstigsten Wein her für eine Weinscholle, weil die sagen sich, naja, das schmeckt ja sowieso nicht, aber eine gute Weinscholle braucht auch einen guten Wein. Und an sich, das Wasser hebt ja noch mehr den Geschmack von dem Wein. Es gibt ja auch guten Whisky, der mit Wein gemischt wird zum Beispiel. Mit Wasser. Mit Wasser, mit Wein. Ja. Das kann man auch mal ausprobieren, weiß nicht. Kann man auch machen. Vielleicht aus Versehen gerade ein Trendgetränk kann man erfunden. Auch machen. Du hast auch ganz tolle Beschreibungen, wie ich finde. Ich fand zum Beispiel ganz schön, haben wir wieder einen Pfälzer Riesling, Bürklin Wolf, kein unnötiger Firlefanz. Das ist Riesling Pfalz pur. Lecker, mineralisch, Flasche leer. Ja. Finde ich eigentlich echt einen ganz guten Tipp. Wie ist eigentlich um den Ruf des griechischen Weines bestellt? Der wird immer besser, vor allem, sage ich mal, auch unter Sommeliers oder unter Kollegen, mit denen ich spreche, so deutschen Kollegen oder so. Die sind mittlerweile auch neugierig, fragen mich auch danach. Ja, also die sind wissbegierig oder es kann ein neuer Trend werden. Wir trinken aber jetzt keinen Wein, sondern wir testen was ganz anderes, Besonderes aus Griechenland. Und dann würde ich sagen, bitte ich mal das Olivenöl herein. Dankeschön. Griechenland ist der drittgrößte Olivenölproduzent nach Spanien und Italien. Ich bilde mir ein, dass ich rausschmecken kann, wenn ein Olivenöl aus Spanien ist. Kann das sein oder ist das Quatsch? Ich denke, das ist Quatsch. Okay, du bist der Experte, das kann gut sein. Aber du wirst mir ja jetzt zeigen, wie ich das eventuell rausschmecken kann. Oder was muss man überhaupt beachten? Wie läuft das ab, so eine Gut, ich sag mal kurz wegen dem Geschmack, ob man das herausschmecken kann. Auch beim Olivenöl ist es wie beim Wein, da gibt es auch Terroir-Unterschiede, also auch wo das in einer Gegend auch herkommt, auch was für ein Boden dort ist, auch wie beim Wein, ob es kalkhaltig, Sand und so weiter. Und dann gibt es auch beim Olivenöl auch Jahrgangsunterschiede, war es zu heiß in diesem Jahr, war es davor zu frostig bei der Blüte und so weiter. Also, das heißt nicht, das Olivenöl schmeckt jedes Jahr gleich, auch aus der gleichen Gegend, sondern gibt es auch Jahrgangsunterschiede. Jetzt hast du heute ein spezielles ausgesucht. Nach was für einer Kategorie? Oder also warum das ist, ich sag jetzt mal, ich habe mal was Besseres hergenommen. Das ist ein Premium-Olivenöl. Das ein ganz kleiner Produzent. Das war der Onkel von einer Mitarbeiterin von mir. Kommt aus Monemvasia, das ist Peloponnes, ganz unten am Zipfel sozusagen, kalt gepresst, weil wenn das Olivenöl sich bei der Pressung erhitzt, verliert das natürlich Geschmack.
Es ist sehr fruchtig, wenn man dran riecht. Also sehr intensiv auch. Und wenn man nachher probiert, auch sehr opulent und auch ein bisschen scharf. Aber man braucht, also scharf nicht im negativen Sinne. Es kann auch eine Bitternote zum Schluss sein. Das ist oft aber auch ein Qualitätsmerkmal, weil wenn wir jetzt mal einfach ein Olivenöl hernehmen, das einfach weich ist, dann ist es einfach zu flach. Also so wie beim Wein. Es gibt flache Weine und beim Weißwein braucht man zum Beispiel auch eine Säure, die das Ganze trägt. Und so ein Olivenöl würde ich jetzt auch nicht zum Braten oder auch auf einen Salat nicht hernehmen, sondern wenn man etwas verfeinern will, ob es jetzt ein Fisch oder auch ein Fleisch ist, statt einer Soße oder so, kann man ein bisschen Olivenöl drauf machen. Und da kriegt man halt einfach diese tolle Kombination her. Allgemein Olivenöl verkostet man wie einen Wein, auch riechen und so weiter und dann auch im Mund schlürfen. Es ist ein bisschen unangenehmer als einen Wein zu probieren beim Olivenöl, weil das halt recht fett und opulent ist, aber so probieren also auch die Profis das Ganze. Auch nicht mit Brot oder sonstiges, weil das Brot ja auch einen Eigengeschmack hat. Und aber wenn man das halt pur richtig den Geschmack, ja. Dann also riechen so, und einfach und dann ein bisschen so schlürfen. Also das ist. Man braucht nicht alles auf einmal. Ne? Yamas. Mit Olivenöl Yamas, genau. So weit sind wir gekommen, ne? Super. Also man merkt schon am Schluss schon die leichte Bitterkeit. Ja. Im Abgang. Im Abgang. Leicht bitter im Abgang. Ja. Aber lecker. Ja. Weich. Schaut euch mal die verschiedenen Reaktionen an. Ja. Kostler, wir kriegen kein Olivenöl. Ja. Wollt ihr eins für die Stimme, oder? Nein, danke. Sonst können wir gar nichts mehr. Ihr kriegt nachher noch was zu trinken, Jungs. Keine Angst. Ja, wie gesagt, also sowas jetzt auch mit Brot jetzt danach zum Probieren, zum Essen, das ist gut, weil es halt, wie gesagt, intensiv ist. Also ich hatte auch zuletzt privat zu Hause eins aus der Toskana. Das war noch mal intensiver als das, aber das war mir dann zu opulent. Also. Aber das sind halt, es gibt da Kategorien, ne? Einfache, teurere, einfach weil die auch konzentrierter sind und davon verbraucht man natürlich auch nicht viel. Das würdest du jetzt zu einem guten Stück Fleisch oder ja, einem guten Stück Fisch? Oder ein bisschen auf den Fisch oder an sich kannst du Olivenöl fast auf alles drauf machen, auch beim Dessert. Vanilleeis mit Olivenöl und Meersalz. Aha, ja. Das anstatt gibt's. Sahne, Olivenöl, ne? Okay, weil Geschmacksverstärker. Ja. Sozusagen. Ja. Okay. Wie sieht es aus bei euch? Dieser Geruch nach Olivenöl oder Geschmack? Ja? Erinnert euch das an die Kindheit? Oh, ja, man sieht die Natur vor sich, ja. Die schöne Olivenhaine, das warme Wetter, der blaue Himmel. Wunderschön. Hast du so einen Geruch, der dich an Kindheit oder an Griechenland erinnert? Ja, meine Oma, die hatten einen Garten und die haben Tomaten gehabt und die haben oft die Tomaten dann auch geerntet und damit man halt eine Tomatensoße oder halt für später halt einmacht, hat man die, haben sie die damals in dicke Plastikbeutel rein und dann in der Sonne trocknen lassen. Und halt, wenn man das aufgemacht hat, das war schon ein... So ein ja. Kindheitsgeruch. Ja. Unser nächster Gast hat nämlich eine ganze Schatulle voller Düfte und er nennt die seinen Tunnel in die Vergangenheit. Und auch er hat was gemeinsam mit euch. Er hat auch griechische Vorfahren und eigentlich hat er irgendwie damit manchmal ein Problem. Yannis Pamfakis! Ja, danke. Danke für das Outing. Es ist immer wohl schön, als Grieche geoutet zu werden. Überhaupt Outing finde ich eine tolle Sache. Habt ihr euch schon mal geoutet? Solltet ihr unbedingt mal machen. Man fühlt sich gleich erleichtert, befreit. Als Grieche sogar entschuldet.
Ja, es ist immer schön, als Grieche vorgestellt zu werden, vor allem, weil die Leute aus Hellas, also die echten Griechen, die finden mich so griechisch. Die finden mich so griechisch, mindestens so griechisch wie der Feta-Käse. Kennt ihr den? Feta-Käse? Zum Beispiel aus dem Aldi. Dieser weiße, viereckige Block Schafskäse aus Kuhmilch. Der ist so wie ich, ja. Sieht griechisch aus, aber kaum beißt man rein, Bockwurst. Wisst ihr eigentlich, was Feta heißt, also wortwörtlich übersetzt? Also die Bio-Deutschen gefragt, gell? Also Feta heißt, wir werden fetter. Nein, keine Angst, ich werde fetter. Auch wieder, nee, Feta heißt eine Scheibe. Also wenn ihr in Griechenland seid und ihr wollt eine Scheibe Mischbrot kaufen, ja? Das hieße Thelo Mia Feta Mischbrotopoulos, ganz einfach. Also es ist ganz einfach, ich denke, wenn ich überhaupt etwas bin auf dieser Welt, dann bin ich bestimmt Ulmer. Jawohl. Ich bin ja in Ulm aufgewachsen. Seit 1965 sind hier meine Samen ja, und zur Schule gegangen. Alles drum und dran, gell? Aber bestimmt kein Schwabe. Tut mir leid, ich möchte euch jetzt nicht zu nahe treten, aber für einen Schwaben bin ich einfach nicht fleißig genug. Ich sag aber immer zu Frau Weggerle aus dem Hausflur, Frau Weggerle, ich möchte jetzt eure Tradition lernen. Frau Weggerle, bitte integrieren Sie mich, haben Sie 10 bis 15 Minuten Zeit. Frau Weggerle, ich gehe liebend gern mit Ihnen auf Ihre Lieblingsmesse. Wie wär's, wir gehen zusammen auf die Leben wohnen ohne Freizeit? Frau Weggerle, mein Feta will in Ihre Maultasche. Keine Angst, das ist nur ein Rezept, gell? Musst du dir aufschreiben. Nur ein Rezept, gell? Frau Weggerle, bitte erklären Sie mir mal, wieso soll der Spruch, leck mir am Arsch, lebst du auch noch, besonders herzlich sein soll? Ich möchte es endlich mal wissen. Also Frau Weggerle, ich liebe Frau Weggerle, sie ist das Muster für jede schwäbische Hausfrau. Sie sieht aus wie eine Göttin, welche ist jetzt egal. Aber sie hat die donnernde Stimme einer Pallas Athene. Das ist jetzt aber nicht ganz sauber, Herr Van Markus. Und sie hat auch ihre blitzenden Augen. Sie sieht alles. Die Dame von gestern. Das war jetzt aber keine professionelle Haushaltshilfe. Mit den hochhackigen Stiefeln kann man ja nicht schaffen. Und Frau Weggerle weiß auch alles. Sie hört ja auch alles. Ja, liebe Ulmer, also eins muss ich euch sagen, wir kümmern uns um alles, gell? Ihr kümmert euch um alles, ja, das Auto, die Kehrwoch, die Absatzmärkte, Fernost, USA, kein Problem für euch, gell? Aber wisst ihr, was hinten darunter fällt? Sind manchmal die Damen, ja? Deswegen werden so Frau Weggerles manchmal so ein bisschen schrullig im Alter. Also wir Griechen, gell? Wir kümmern uns um unsere Frauen, ja? Was glaubt ihr, warum wir pleite sind? Und es hat auch noch Tradition. Ja, überlegt mal. Ja. Die Athener zu ihrer Zeit, gell, haben ihre Athene eine Akropolis hingestellt. Ein Traum für eine Göttin in Feta weiß man. In 9 Jahren Bauzeit fertiggestellt. 2 Milliarden hat das Ding gekostet. Kein Cent Euro mehr hat es gekostet. Und 9 Jahre Bauzeit ohne einen Tag Verzögerung. Da kann sich Berlin schon mal eine Feta davon abschneiden, oder? Ey, bis die Berliner mit ihrem Flughafen fertig sind, ja, landen wir da oben mit dem UFOs. Bis die Berliner mit ihrem Flughafen fertig sind, bauen wir eine neue Mauer. Bis die Berliner mit ihrem Flughafen fertig sind, ist Griechenland schuldenfrei. Ja, damals haben halt die Griechen auf ihre Frauen gehört, gell, aber immer so das Schwarze an die Wand malen, das hatten halt die griechischen Frauen, ja, diese Pythias, die Wahrsagerin der Rating-Orakels, so an sich, gell. Und ich habe so ein Büchlein gelesen neulich, also ich studiere das natürlich, gell, das Orakel von Delphi, ja, da gab es die Pythia, die Wahrsagerin, die hat immer die Zukunft vorausgesagt, aber immer schwarz, die war ja auch immer big, egal. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ich ganz zufällig, ja, hier irgendeine Seite öffne und zufällig eine Textpassage wähle, kommt bestimmt eine Drohung dabei raus. Passt auf. Oh, ihr armen Männer, warum sitzt ihr hier?
Fliegt zum Ende der Erde, verlasst eure Häuser, verlasst eure Stadt. Wisst ihr, wo man landet, wenn man sich 3000 Jahre lang so ein Zeug anhört? In Ulm. Besser als, egal. Ja, aber dieses Outings hätte es gar nicht bedarf. Ich denk, ihr wisst, wo meine Herkunft herkommt. Ich zeig's euch nur mal kurz, gell? Alles klar. Habt ihr die griechische Figur der griechischen Mythologie entdeckt? Herkules wird immer lässig und muskulös dargestellt. Dankeschön, das war's von mir. Herr Jannis, man hat es nicht leicht im Leben, gell? Neu. Ja. Nicht immer, aber immer öfter. Jawohl. Du nimmst es aber wie mit Humor, wie man merkt. Ja. Und zwar ziemlich oft und sehr professionell. Und zwar trägst du das in die ganze Region. Und du bist nicht nur selber unterwegs, sondern du sorgst auch dafür, dass hier in der Region mehr Comedy angesagt ist. Ja, muss man da noch nachhelfen? Wie ist die Situation? Ja, also Stand-Up-Comedy gibt es in Ulm, gab es. Also ich rede jetzt von Stand-Up-Comedy aus Ulm. Es gibt ganz viele Berühmtheiten, die aus Ulm quasi in die ganze freie Welt rausgegangen sind und so weiter. Aber so, dass es eine Ulmer Szene gab, wir machen das jetzt seit 5 Jahren mit Stand-Up-Comedy Ulm und davor gab es das eben nicht. Und mittlerweile sind wir tatsächlich 3, 4, 5, 6 Leute, die Stand-Up-Comedy quasi von der Pike aus gelernt haben und regelmäßig quasi Texte schreiben. Wir proben zusammen, wir geben uns Feedback, dann treten wir auf. Wir haben quasi eine Veranstaltungsreihe begonnen mit der Ratio Farm Arena Backstage Comedy. Das nächste im Oktober, da versuchen wir 3, 4, 5 Veranstaltungen im Jahr zu machen. Keine Angst, wir füllen nicht 4000 Leute in die Ratio Farm Arena, sondern wir machen das, aber wie der Name sagt. Aber nach dem Auftritt heute auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir öffnen das, ja, wir machen eine riesen Leinwand und alles drum und dran und benennen es von Backstage zu Front, ja, keine Ahnung. Aber wir versuchen da auf jeden Fall aktiv zu sein und auch zur Kulturnacht sind wir am Start im Theater in der Bastion, wo wir eigentlich herkommen. Also da haben wir uns kennengelernt, die, sagen wir mal, die frühe Zelle. Und da machen wir quasi Stand-Up-Comedy von 19 Uhr bis 0 Uhr oder vielleicht sogar 1 Uhr. Da kommen unsere ganzen Kumpels und Stand-Up-Comedians von ganz Süddeutschland, also die, wo kommen wollen. Und dann geben wir richtig Gas. Dann kommen 3 Comedians und dann kommt ein bisschen Musik und zu jeder frischen neuen Stunde gibt es neue Comedians. Gibt es da bestimmte Comedians, gibt es eine Art von Humor, die du dann einlädst oder nach welchen Kriterien sucht ihr denn die Leute aus, die bei euch auftreten? Es muss lustig sein. Kurz und knapp. So ist lustig. Ja. Lustig ist auf jeden Fall dein Programm und lohnt sich immer, sich das anzuschauen. Den Humor, hast du den von deinen Eltern? Gibt es einen Unterschied zwischen, wie ist der Humor anders in Griechenland als in Ulm oder Deutschland? Oder ist Humor international? Humor ist natürlich, jeder kann lachen, jeder weiß, wie es geht. Die Griechen lachen natürlich über andere Sachen, so als die Deutschen. Das ist aber ein ganz feiner Zwirn, so wie die Sprache, ne? Also das kann man gar nicht so auseinander. Eigentlich geht es immer um Sachen, die uns im Prinzip stressen, aber wir schauen das jetzt mal mit Humor an. It's funny when it's true und quasi, es muss auch ein bisschen wehtun, wenn es witzig sein soll. Daher kommt dann auch oft so ein Programm raus, auch bei vielen, die Herkunft oder Wurzeln haben in anderen Ländern, dieses selber sich ein bisschen erklären müssen und so weiter. Ja, man muss sich ja. Hast du auch? Ja, man muss ja die Leute auch drumrum, ja. Wir leben ja zusammen und das heißt, man drückt sich auch mal weg und man zieht sich auch mal hin und man schimpft auch miteinander, aber dann muss man auch miteinander wieder klarkommen und dann muss man sich erklären und deswegen tut man auch als Comedian immer so ein bisschen piesacken, weil das gehört auch dazu, sonst kriegt man niemanden aus der Couch raus, ja. So, das heißt,
es muss irgendwo immer kleine Konfliktpunkte geben, so wie Erdbeben, die man dadurch quasi gerade schieben kann, durch Comedy oder Humor. Für dich war so ein Konfliktpunkt auch in deiner Kindheit, das war so ein bisschen Unterschied, ob du bei dir zu Hause in der Ulmer Wohnung warst oder ja, also die Tür aufgemacht hast. Es ist ja so, jeder, der mit einer anderen Herkunft oder einer anderen Kultur groß geworden ist, der lernt, dass zu Hause herrscht diese Kultur und draußen herrscht diese Kultur. Das ist teilweise, ich weiß gar nicht, wie wir das als Kinder leisten konnten. Ja? Nicht anzuecken draußen und nicht anzuhecken drinnen. Weil das ist einfach, ich kann jetzt zwar nichts hochspitzen und sagen, das ist zum Beispiel für Griechen ein No-Go, aber für Deutsche super. Ja? Ha, der Geiz, hätte ich. Weil für einen Schwaben ist halt Geiz zum Beispiel sogar was Tolles. Ja? Oder sagen wir mal, wenn man besonders sparsam ist, ist es eine Tugend. Für den Griechen wird es dann schnell zum Geiz abgestempelt, ne? Wenn man zum Beispiel keinen spendiert oder so. Ja? Was unsere Elterngeneration ja auch Konfliktpunkte in ihrer, also wo sie früh da waren und wir ja auch. Hast du Sparen gelernt mittlerweile? Oder? Sparen, ich bin super, ich bin so ein Sparfuchs. Mittlerweile, du hast so gesagt, ist die anfängliche Kälte der Ulmer Nestwärme gewichen. Ja. Was würdest du denn heute nicht mehr missen wollen in Ulm? Ha. Ha. Boah. Also, so viel oder so? Es gibt echt viel. Also das ist, mittlerweile ist ja das Klima ganz anders geworden in Ulm. Ich weiß gar nicht. Also wenn ich so in die Vergangenheit denke, da sehe ich Ulm immer im Nebel und bei Regen und ich sehe es aus der Wohnung raus. Mittlerweile muss ich sagen, sehe ich Ulm vom Eselsberg runter, an der Donau entlang. Da sehe ich Wälder in meinem Hinterkopf, da sehe ich den Kopf, da sehe ich die Donau, wie sie fließt. Da sehe ich einfach Natur auch und es ist viel schöner wie früher. Ja, und der Schwermontag, wer kann das schon vermissen? Also wer kann das, also wehe, ihr verbietet irgendwas da, Hanna. Das ist super, ja. Das ist echt. Bist du beim Nahbade dabei? Ja, klar. Also ich habe selten verpasst. Also. Du musst da halt immer arbeiten, aber was gibt's denn, was du so nicht missen möchtest hier in Ulm? An sich hat er ja schon das meiste gesagt, aber ich finde die Donau und auch die Umgebung sehr schön mittlerweile. Ich habe einen kleinen Hund und man geht da nicht immer den gleichen Weg zum Spazieren und es gibt so viele Möglichkeiten und auch so viele Sachen auch zu entdecken, muss ich sagen. Also ich bin jedes Mal überrascht. Man will ja immer so ein bisschen sich informieren, bevor man ins Land fährt, ob es da irgendwelche Do's und Don'ts gibt. Und da haben wir natürlich mal wieder was für Sie vorbereitet, nämlich einen Griechenland-Knigge. Und der wird wie folgt ablaufen. Wenn Sie mal vor sich schauen, auf dem Tisch stehen so Gläser mit Lorbeerblättern drin. Sehen Sie die? Die können Sie jetzt mal schnell nehmen und verteilen. Jeder kriegt ein Lorbeerblatt. Hier auch. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich kann eigentlich nicht mehr, weil ich habe die Frage nicht beantwortet. Ja, ja. Du gewinnst. Genau. Und ich werde jetzt quasi Behauptungen aufstellen. Und wenn Sie der Meinung sind, dass die Behauptung stimmt, dann heben Sie das Lorbeerblatt hoch. Okay. Wenn Sie meinen, das ist wahrscheinlich eher Quatsch, dann lassen Sie die Hand einfach unten. Und dann werden wir ein bisschen schlauer sein. Ihr wisst es natürlich. Unser Experte, yes. Sascha, du passt bitte auf und erklärst es dann auch. Mach ich schon. Jawohl, mach ich. Okay, perfekt. So, dann kommen wir jetzt zur ersten Behauptung. In Griechenland gilt es nicht schick, mit der offenen Handfläche zu winken. Sie dürfen sich jetzt entscheiden. Stimmt nicht, oder? Ach so, das heißt, stimmt nicht. Da hinten sehe ich ein Lorbeerblatt, okay. Zwei. Chef, wie ist das richtig? Tja, Erklärung. Gut. Offene Hand, kommt darauf an, die Geschwindigkeit, in welche Richtung und wie intensiv. Also man darf bestimmt bei einem Griechen nicht so machen. Das darf man nicht machen, weil das ist eine Beleidigung. Aber wenn man so nett grüßt, ist es kein Problem. Okay, ja, so ein bisschen dezent. Für Griechen mit christlichen Namen hat der Namenstag einen höheren Stellenwert als der Geburtstag. Schon ein paar Experten. Applaus, ganz genau richtig. Wann ist dein Namenstag?
mein Namenstag ist am Ostersonntag. Ah, okay. Ich heiße Anastasius. Bedeutet Auferstehung. Aber ich bin noch nicht auferstanden. Ich würde sagen, sie ist auch eigentlich noch ganz frisch aus. Danke. Die blaue Farbe der Kuppeln, für die vor allem Santorin bekannt ist, haben nur eine dekorative Funktion. Warum hat man die blau gestrichen? Einfach Deko zu machen. Griechische Flagge. Es ist ein bisschen mit Interpretation in diesem Fall verbunden. Die blaue Farbe soll nämlich böse Geister vertreiben. Genau. Also, doch eine Funktion. Genau. Also ja. Weil Griechen glauben viel. Nicht das Blatt drin, genau. Die griechische Nationalhymne hat über 100 Strophen. Stimmt nicht? Ich meine, dass es stimmt. Stimmt. Wir hören jetzt die 158 Strophen. La 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 la. Das war jetzt aufgeschrieben, gell? Nein, ja, irgendwo aber tatsächlich, im Auto ist es ja. Tatsächlich ist es wahr, zumindest nach meinen Informationen soll die griechische Nationalhymne ursprünglich 158 Strophen besitzen. Es werden nur drei gesungen, glaube ich. Drei Strophen werden gesungen. Ja. Die sollen innerhalb eines Monats verfasst worden sein. 158 Strophen. Okay. Griechenland ist eines der sonnenreichsten Länder der Welt. Auf die Piste kann man dort nur im übertragenen Sinne. Ah, nee. Nein, man kann nämlich richtig dort auf die Piste, genau. Nämlich zum Skifahren. Es gibt über 20 Skigebiete. Richtig, richtig. Wart ihr schon mal Skifahren in Griechenland? Erstaunlich. Mitten im Sommer kann man oben Skifahren. Hammermäßig. Nein, ich weiß nicht. Habe ich schon gesehen, ja. Vom Berg ins Meer. Hey, da wohnen die Götter, die machen alles möglich. Die nächste Behauptung, den Uso lange stehen zu lassen, ist verpönt. Ex und hopp ist die Devise. Uso muss geext werden, um es kurz zu fassen. Nee. Nein, Griechenland muss genießen. Auch den Uso. Mein Liebling. Wer am Montag ordnungsgemäß geparkt hat, könnte am Dienstag ein Knöllchen kassieren. Stimmt oder stimmt nicht? Ein paar stimmt. Genau. Stimmt. Weißt du die Erklärung, Kasse? Stimmt. Stimmt. Ja. Weil? Keine Ahnung. Und zwar, eine griechische Parkregel besagt, Halteverbotsschilder mit einem senkrechten Balken gelten an ungeraden Tagen. Verbotsschilder mit zwei senkrechten Balken gelten an geraden Tagen. Schlimmer gerade Tage, Montag, Mittwoch und Freitag. Gerade Tage, Dienstag, Donnerstag und Samstag. Das klingt doch eher aus dem deutschen, aus der deutschen Sprache. Das ist ja schlimmer wie die Azteken mit den ganzen Zeichen da. Und als letztes noch, wird man von einem Griechen angespuckt, könnte er es gut mit einem meinen. Also meine Oma hat mich schon sehr oft angespuckt. Und hat sie es dann gut mit dir gemeint, oder? Ah, ja doch. Ja. Also auch hier gelten zwei Regeln. Ja. So, man kann jemanden anspucken aus Hass und Ignoranz oder man kann jemanden anspucken, weil er besonders hübsch und schön, zum Beispiel ein kleines Baby. Dann macht man so. Aber man spuckt nicht wirklich. Ja. Das ist symbolisch. Und wenn man das symbolisch macht, dann heißt es, damit ich nicht dir den bösen Blick beschere, spucke ich dich so an. Nicht beschere. Nicht. Unser Experte für den guten Ton in Griechenland. Dankeschön. Geschafft. Dankeschön. Σαν με μακάρι.
σε το παραδείρο. Γειτονιά, γειτονιά να παίξει. Κυπουλιαγιό, κυπουλιαγιό αυγερινός. Μαζί σου για, μαζί σου για να παίξει. Δάρι, 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 στο γυαλό πετούνι χάρι, στο γυαλό πετούνι χάρι, να τα παίζαμε μακάρι. Θα πάρω μια ψαρόβαργα τον όρο μου, θα πάρω μια. Mir eure wunderbaren Instrumente anschauen. Was habt ihr denn heute dabei? Ja, also ich habe natürlich als Grieche meine liebe Bouzouki mit dabei. Die habe ich überall mit dabei, sogar wenn ich abends schlafen gehe. Okay. Welches, was, wen, tja. Also ich meine, was nimmst du mit ins Bett? Ja, also ich auch als Grieche habe natürlich meine zwei Schätzchen hier, aber mit denen gehe ich nicht ins Bett. Ich tue gerne mein Leben hiermit verbringen, meine Zeit damit verbringen und nicht zu vergessen, meinen tollen Ventilator, der immer dazu gehört. Ja, genau. Doch, 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 doch. Natürlich. Ja, und das ist eben das, was ich gerne mit mir trage und fühle. Was haben wir denn heute von euch schon so gehört? Erzählt doch mal ein bisschen was zur griechischen Musik und zu der Musik, die ihr sonst so spielt. Ja, also dieses Lied jetzt gerade eben, Vargas Oyalo, ist ein von unseren bekanntesten Komponisten weltweit eigentlich. Der Bekannte, genau. Ah, der. Genau der. Omikis Theodorakis. Dankeschön. Der, wir haben, wobei auch das allererste Lied, das kennt ihr eher wahrscheinlich, der Alexis Orbas, genau. Ist auch von Mikis Theodorakis geschrieben. Und ihr beiden seid in der Region unterwegs, und zwar nicht immer in dieser Konstellation, sondern auch alleine und in anderen Konstellationen in der ganzen Region und auch darüber hinaus. Ja, ich auch ein bisschen weiter, ja, das stimmt. Ja, also ich bin schon Region, also sagen wir mal Region Deutschland. Jetzt der Costa ist natürlich etwas internationaler wie ich. Neulich, vor einigen Monaten, habe ich ihn in Japan wieder gefunden. Da stand er dann mit seinem Akkordeon und hat Oberkrainer Musik gespielt mit seiner Band. Ich habe die Dings gesehen, die Werbung gesehen auf Koreanisch oder Japanisch, Entschuldigung, und dachte mir, ist das mein Kumpel Costa? Und der hatte gesagt, ja, ich bin's. Dann habe ich geglaubt, ja. Also es war schön, Costa ist international, ich bin dort, wo man mich haben möchte, überall in ganz Deutschland schon gespielt, seit 35 Jahren. Und ja, regional, hier in Ulm spiele ich natürlich am liebsten. Klar, und heute Abend bei uns, wir werden noch viel von euch hören. Vielen Dank euch zwei. Dankeschön. Und ich habe mir jetzt offizielle Unterstützung geholt. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Der Stadt-
Stadtrat ist heute hier in einer ganz offiziellen Funktion. Ich setze mich kurz hin und erkläre, was dahinter steckt. So, Mareike Amado von der Mini-Playback-Show hätte jetzt gesagt, eben noch beim Gemeinderatssitzung und jetzt auf unsere Showbühne. Da kommen sie nämlich gerade her. In der Politik braucht man auch manchmal so Entertainment-Qualitäten, oder? Och, ich muss ihm, glaube ich, das Mikro geben, oder? Genau, machen wir es doch mal so, ich habe doch eins. Entertainment-Qualitäten braucht man auf jeden Fall. Braucht man auf jeden Fall. Geduld, Ausdauer, aber wie gesagt, muss auch Spaß machen und Freude. Ansonsten ist man da fehl am Platze. Wäre das denn auch beruflich was für Sie gewesen? So Entertainer, so vor Leuten, weiß ich nicht, singen, Comedy, sowas in die Richtung? Ich glaube, der Janis kann es besser wie ich. Ich lasse es bei Selbstironie, das reicht bei mir dann. Sie sind, was wir alle gemeinsam haben, sind auch wieder die griechischen Wurzeln. Sie sind der erste Grieche im Gemeinderat in Ulm. Und Sie sagen, in Ihrer Brust schlagen zwei Herzen, die deutsche und die griechische, das deutsche und das griechische. Gibt es Situationen, in denen das eine oder das andere lauter schlägt? Nee, also ich habe das eh nicht unter Kontrolle, was da lauter schlägt. Beide schlagen für Ulm natürlich und deshalb kann ich das nicht beeinflussen. Sie haben beruflich und auch privat natürlich mit diesen Geschichten auch viel zu tun, mit diesen Geschichten der Gastarbeiter, die aus Griechenland hierher kamen nach Ulm und dann Ulmer geworden sind. Wie sind denn so die Geschichten, Ihre Erlebnisse von den Menschen, was erzählen die so und vielleicht auch die eigenen? Ich bin ja Kind in der zweiten Generation, meine Eltern sind genauso wie der Janis in seiner Geschichte und bei dir ja genauso hierher gekommen, Mitte der 60er Jahre, ich bin hier geboren. Hatte eher eine geradlinige Biografie, hier aufgewachsen, hier geblieben, die Schule hier besucht. Und ich habe letzten Endes positive Erfahrungen gemacht in meinem ganzen Lebenslauf und das finde ich auch ganz schön. Und das versuche ich auch immer weiterzugeben und weiterzutragen. Und dabei betone ich natürlich immer wieder, das wird's ernst, dass man dann auch die deutsche Sprache beherrschen sollte. Und da kann man schön dann durch die Gesellschaft durchspazieren mit allen Ulmerinnen und Ulmern dann seinen Spaß haben. Was ja das Schöne ist, wenn viele Menschen mit vielen Hintergründen zusammenleben, ist, dass sie uns nicht nur wunderbares Essen und Wein mitbringen, sondern auch tolle Geschichten über Persönlichkeiten. Und jetzt kommen wir zu Ihrer offiziellen Aufgabe heute Abend. Sie sind heute unser Preisrichter. Und zwar wollen wir jetzt ein bisschen Ihr Wissen testen, was Sie denn so wissen über, ich sag jetzt mal, griechische Persönlichkeiten. Und dafür möchte ich nochmal den Janis herbitten. Genau, ich erkläre es ganz kurz. Janis wird jetzt für Sie performen. Er wird quasi diverse Persönlichkeiten vorführen und Sie dürfen einfach mitraten, wenn Sie denken, Sie haben die Person erkannt, rufen Sie einfach rein. Wenn es stimmt, gut. Wenn nicht, irgendwann muss das halt aufklären. Sie gucken ganz genau, wer sich ganz besonders, wir auch, wir gucken mit, wer sich ganz besonders gut vielleicht schlägt oder auch nicht. Und wenn einer dabei ist, der das richtig gut drauf hat, dann kriegt er unseren Lorbeerkranz, der vielleicht eher mehr Efeu ist. Aber einen wunderschönen Kranz, der Ulmer Lorbeerkranz. Kranz überreicht von unserem Stadtrat. So, seid ihr bereit? Ja. Dann würde ich sagen, erste Persönlichkeit. Das war Atlas. Er trägt die Schulden der Welt auf seinen Schultern. Nummer 2. Hermes. Hermes, der Götterbote. Hey. Der Gott, der Diebe, der Versicherer und so weiter oder ähnliches. Und wenn man viele Schulden hat, muss man schnell rennen. Nummer 3. Ha 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 ha!
du? Ich bin gleich so weit. Nummer 4. Ich hab schon gehört. Herr Weckerle. So, Nummer 5. Eros Ramazzotti. Grieche? Grieche. Oh. Eine, vielleicht Ihnen. Auch eine Griechin? Audite. Ja. Bravo. Und die Nummer 6? Das war der Römer. Miraculix, oder? Jawohl, da haben wir's. Bravo. Herr Janopoulos, wer war? Haben Sie jetzt einen Gleichstand? Auf jeden Fall der Tisch, oder? Der Tisch. Der Tisch, dann überreichen wir doch einfach den Kranz. Aber wir bräuchten einen Vertreter oder eine Vertreterin. Ja, er muss entscheiden. Oh, ich. Der Stadtrat muss entscheiden. Nee. Das ist eine demokratische Entscheidung. So, bitte nach vorne kommen. Die Dame, genau, Sie haben doch vorhin... Und bitte. Bravo! Ist und das tolle Essen hochkommt, haben wir aber noch einen kleinen musikalischen Ausklang sozusagen. In Griechenland gibt es über 4000 verschiedene Volkstänze und ein paar haben uns unsere Band heute mitgebracht. Und mit diesen Worten und diesen Klängen verabschiede ich mich heute bei Ihnen und freue mich, dass Sie da waren und möchte Danken sagen an dich, Haris, an Yannis Yiannopoulos, an den Comedian Yannis Famfakas und natürlich an unsere super Band. Dankeschön.